Ein WordPress-Theme installieren. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich zeige dir in diesem Video, wie du ein neues WordPress-Theme installieren kannst. Ich habe mich dazu schon in meinem Test-Account angemeldet und wir klicken jetzt auf Designs und Themes. Und hier siehst du in der Übersicht alle Themes, die bereits installiert sind. Bei mir sind das jetzt aus 2014, 2012 diese Standard-Themes. Und du hast jetzt exakt zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du hier aus dem großen Pool, der dir zur Verfügung steht, direkt ein Theme installieren. Oder wenn du dir eines aus dem Internet gekauft hast, das du dir schon heruntergeladen hast, kannst du dieses hier in WordPress hochladen und dann installieren. Der erste Weg: Wenn du eines schon heruntergeladen hast, klickst du hier auf Installieren und dann auf Theme hochladen. Dann kannst du auf Durchsuchen klicken und die ZIP-Datei auswählen, dann auf Installieren klicken. Also ganz einfach. Ich möchte dir jetzt allerdings zeigen, wie du eines der vielen verfügbaren Themes installierst. Auch hier klickst du auf Installieren oder auf Neues Theme hinzufügen. Das bleibt sich gleich. Hier gibt es wirklich sehr viele Vorlagen, neu vorgestellte, populäre, die neuesten, und du kannst auch nach bestimmten Filtern suchen. Ich sehe jetzt hier einfach mal ein wenig durch und wie du siehst, gibt es hier ohne Ende an Themes, die dir zur Verfügung stehen. Und ich nehme jetzt einfach mal das Contago-Theme, klicke hier auf Installieren und je nachdem, wie dein Webserver eingestellt ist, musst du hier noch deine FTP-Zugangsdaten eingeben oder die Installation findet jetzt schon statt. Ich mache das jetzt und klicke auf Weiter und jetzt beginnt die Installation. Das dauert einen kurzen Augenblick. Das Theme wird jetzt quasi im Hintergrund hochgeladen, die Dateien werden entpackt und dann steht es dir im WordPress Backend zur Verfügung. Wenn das Theme installiert ist, bekommst du hier eine Meldung, das Theme Contango wurde erfolgreich installiert. Du kannst jetzt eine Live-Vorschau wählen. Hier als kurzes Beispiel. Hier finden wir natürlich noch nicht besonders viel. Dann kannst du es aktivieren oder zurück zur Theme-Installation gehen und ein neues installieren. Ich zeige dir jetzt allerdings einen anderen Weg, wie du es installierst. Bitte aktivierst, meine ich. Du klickst hier auf Design und Themes und dort findest du die drei verschiedenen Themes und du klickst hier einfach auf Aktivieren. So kannst du das durchwechseln und machen, wie du es gerne hättest. Wenn wir uns das jetzt auf der Website ansehen, dann siehst du hier dieses ja ganz einfache Theme. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du ein solches Theme dann anpasst und individualisierst. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn du wissen möchtest, beziehungsweise das andere Video auch sehen möchtest, klicke einfach jetzt auf Kanal abonnieren, dann siehst du auch meine anderen Videos, die ich hier hochgeladen habe. Und ja, in diesem Sinn wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg mit WordPress, liken nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin, viele Grüße, dein Oliver Pfeil.